Ja, wenn die vom Chor kontrollierten Lande zerstört werden, wird Neraths Mob ausgehungert. Ja, Kern zu töten heißt Kyros Befehl zu befolgen. Wenn die Erdhexen recht haben, wird ihr Plan das Land verwüsten und den Chor verhungern lassen. Nein, ich würde davon abraten. Man kann den Erdhexen nicht vollends vertrauen. Und sich in ein Edikt einzumischen, könnte als Beleidigung gegenüber Kyros angesehen und gesehen werden und gegenüber jenen von uns, die das Gesetz respektieren. Nein, ich glaube, das Edikt des Steins macht das Leben im Steinmeer schon schwierig genug. Wenn das Ritual nicht die versprochene Zerstörung zur Folge hat, haben wir unserem Feind nur das Leben erleichtert. Das kommt darauf an, wie sehr vertraut ihr den Erdhexen. Ich bin geehrt, dass ihr meine Meinung zu der Angelegenheit einholt, aber ihr solltet den Rat der Eisenwachen suchen. Und das habe ich bereits, aber ich weiß es zu schätzen, dass du dich an die Regeln erinnerst. Und nun will ich wissen, was du über die Angelegenheit denkst. Ja. Also eigentlich denke ich, dass es richtig ist, Kern endlich seinen Frieden zu schenken. Auch wenn das jetzt die Extremkeule ist, was wir da rausholen. Aber auf der anderen Seite, ja, das ist eigentlich wichtig, das Edikt zu beenden. Das hätte jetzt oberste Priorität. Ich stimme dir zu, das Edikt des Steins macht Kyros Meinung in dieser Angelegenheit kristallklar. Der Oberherr will Kern tot sehen, also ist es unsere Pflicht, ihn zu töten. Du hast klug daran getan, mich hierauf aufmerksam zu machen. Die Archonten fallen unter Kyros Gerichtsbarkeit und das schließt ihre etwaigen Überreste mit ein. Wir können uns glücklich schätzen, dass Kyros die Vernichtung des Archonten des Steins wünschte. Ich glaube, dies bietet uns die Freiheit, mit seinem Leichnam nach Gutdünken zu verfahren. Sag meinen Truppen, dass sie meine Zustimmung zur Durchführung ihres Plans haben. Ich würde Neraths Stimmen und seinen heulenden Mob so gerne aushungern, dass sie auf Kannibalismus zurückgreifen müssen, wenn sie sich dadurch dezimieren könnte. Money. Gut. Das Meer sicher. Radix wartet im Holzfelsen auf deine Rückkehr. Melde dich bei ihm zurück und beginne mit dem nächsten Schritt des Plans. Jo. Leider können wir uns nicht einfach hinporten. Das würde nämlich um einiges schneller gehen. Reisen wir einfach zur Hohenhalle, das geht nämlich schneller, als dass wir nochmal durch das gesamte Steinmeer laufen müssen. Und wenn ich schon in der Hohenhalle bin, kann ich sie ja nochmal ausprobieren. So. I got it. Ja, das. Problem ist eben. Das hier geht noch einigermaßen hinzukriegen. So, das ist die Zeichnung in der Mitte. Die ist ganz klar zu sehen. Das hier. Nur wie lang die Striche gehen und wo es weitergeht, das ist nicht zu erkennen. Bei anderen Kohlezeichnungen habe ich das vollständige Muster. Hier habe ich es nicht. Ich sehe, dass hier noch ein Teil und hier noch ein Teil, aber ich sehe nicht, wie lang die Teile jeweils sind. Ob es nur so weit geht jeweils? Scheinbar nicht. Das ist nämlich alles, was ich aus der Kohlezeichnung anfangen kann.
Also alles, was ich erkennen kann. Ich sehe zum Beispiel nicht, dass hier irgendwas vorbeiläuft oder dass hier irgendwas vorbeiläuft. Außer es geht vielleicht hier so noch rein. Und dann vielleicht hier noch rum? Nee. Ups, das war jetzt zu viel des Guten. Gut, setzen wir es wieder zurück. Also, nein. Ich habe echt noch keine Ahnung von dieser Ruine hier. Oh Mist, ich wollte ja zu den Türmen zurück. Mir zum einen Scorn abholen. Und zum anderen das neue Rezept, was ich gefunden habe, in Auftrag geben. Ah ja, okay. So. Sei gegrüßt, der geschmähte Offizier tippt sich an den Kopf. Wie lautet der Befehl? Wie du siehst, scharrt der Kommandant schon mit den Hufen. Die Eisenwache starrt euch beide regungslos an, vollkommen ernst und streng. Der kleine Bruder kennt das Konzept der Geduld nicht. Ein Berg lässt sich nicht durch Gewalt bewegen, so sehr man sich auch bemüht. Er seufzt und verschränkt die Hände hinter dem Rücken. Aber ja, auch ich möchte unsere Pläne kennen. Ash hat den Befehl erteilt, Kernsenergie zu extrahieren und damit das Land dauerhaft zu zerstören. Wir sollten unverzüglich beginnen. Eine Beurteilung wirksame Taktik. Sie verspricht zumindest den Feind durch Verhungern zu schwächen. Es könnte trotzdem mehr sein, als der Korps verdient hat. Damit will ich nicht den Willen des Archonten in Frage stellen. Zwar erscheint es mir... Also eine kluge Kriegsstrategie, aber den Geschmähten unwürdig. Eine berechtigte Anmerkung, die es zu berücksichtigen lohnt, aber wir sind hier, um Befehle zu befolgen. Wie war, ich will keinen Zweifel auf die Mission werfen, aber lass dir das als Erinnerung daran gereichen, dass das Streben nach der Perfektion unserer Methoden niemals abgeschlossen ist, selbst bei absolutem Gehorsam. Gut, da ist es, wie wir erwartet hatten. Ich habe bereits alles vorbereitet, aber wie ich Kenneth schon wissen ließ, wir beginnen, wenn die tellurische Ausrichtung ideal für die Auslösung eines starken tektonischen Paroxysmus ist. Keine Spanne eher. Der Leutnant reißt sich die Handfläche an seinem Gesichtspanzer. Siehst du? Ungezügelt und mit dem Haufen scharrend. Der Feind wird uns nicht zuvorkommen. Unmöglich. Allerdings, fährt Radix fort, den Einwurf seines Bruders ignorieren, gibt es da noch eine wichtige Angelegenheit, um die wir uns kümmern müssen, bevor das Ritual beginnen kann. Ich habe eine Gruppe von Airtexen losgeschickt, um Azurit-Adern in der benachbarten Region Kluftglanz abzubauen. Das Problem ist, sie sind noch nicht wieder zurückgekehrt und haben auch kein Sendschreiben geschickt. Wenn sie Azurit abgebaut haben, haben sie vermutlich Schwierigkeiten mit den Tiermenschen bekommen. Sehr scharf sehe ich von dir, das so zu denken. Tiermenschen sind starke Kämpfer, für uns aber unberechenbar. Das ist einer der vielen Gründe, weshalb sie Ash nicht in der Nähe der Legion lässt. Ich habe vom Fluffglanz ausgehend ungleichmäßige Beben gespürt. Ich fürchte, der Stamm, der uns zuerst als Brüder Kerns willkommen hieß, will nur noch das Land mit unserem Blut tränken. Ihre primitive Verbindung zu dem terrenischen Arkan dieser Region ist bemitleidenswert. Sie sollten uns anflehen, sie anzuleiten und zu lehren. Stattdessen möchten sie unseren Archonten auslöschen und uns daran hindern, das reichhaltige Azurit dieses Reichs zu nutzen. Er stampft so fest auf den Boden, dass sich zwischen ihm und Kenneth ein Spalt auftut. Der Leutnant bewegt sich vorsichtig ein Stück rückwärts. Eines Tages werde ich die Wilden unter den Steinen zermalmen, die sie so anbeten. Du kannst auf meine Hilfe zählen. Die Pusula tauscht einen Blick aus und Radex wird wieder stoischer.
Ohne Azolith, um Kerns verbleibende Energie zu verstärken, wäre es sinnlos, sie zu einer miasmischen Substanz zu transformieren. Der Wirkungsbereich wäre zweifelsohne minimal. Du hast mein Wort, dass ich alles tun werde, um den Erdhexen zu helfen und die Azolith-Adern zurückzugewinnen. Auf Wiedersehen. Der Leutnant salutiert vor dir, indem er seine Faust lautstark gegen seine Brust schlägt. Lass dir nicht zu lange Zeit und kehre bald zurück. Triff dich mit den Erdhexen in den Altmauern von Kluftlands. Oh, das sind die Altmauern, die ich brauche. Ja. Das sind nicht die Altmauern, die ihr braucht. Das sind nicht die Druiden, die ihr sucht. Also ja, in der Nähe heißt. Ja, super, auf der anderen Seite des Gebiets, beim anderen Turm. Oh ja, vielleicht haben wir Glück und der Turm ist dann nicht so groß. Ist immerhin ein Tag und eineinhalb Tage, bis wir dort sind. Ah, da haben wir ja schon unsere Erdhexen. Und was bist du für eine? Ein Steinmeerdörfler. Oh nein, Schicksalsbild, ich habe weiflich getan. Du kannst mich nicht wieder dorthin zurückzehren. Wer bist du? Warum glaubst du, ich würde dich irgendwo hinschleifen? Er kommt auf ein paar Leuchten und Steine ins Staucheln. Du bist ein Beamter des Gerichts, nicht wahr? Schau mal, ich weiß, dass ich meinen Arbeitsvertrag mit den Erdtexten verletze. Aber es ist ja nicht so, als hätten wir einen echt unrechtlich bindenden Vertrag oder sowas geschlossen. Es war nur ein Handschlag, das schwöre ich. Du musst mir glauben, bitte. Hier ist es nicht sicher. Es sind die Tiermenschen, sie sind tollwütig geworden. Sie versuchen mich und diese verfluchten Erdhexen abzumetzeln. Ich will nicht sterben, du musst mich fliehen lassen. Nachdem du mir offenbar in die Hose gepisst hast, nur zu gerne, aber vorher will ich alle Einzelheiten wissen. Du wirst vorerst in Sicherheit, also sag mir, was geschehen ist. Nachdem das Meer sich geteilt hatte, wollte ich mir meinen Lebensunterhalt verdienen, indem ich das Land kartografiere. Ich kenne die Gegend gut, also haben die Erdhexen mich als Führer angehört. Sie waren auf der Suche nach irgendwelchen wertvollen Steinen. Aber die Steinpirsche haben wohl andere Pläne. Als wir weiter hineingingen, waren sie schon dort und haben die Splitter bewacht. Einer der Tiermenschen hat nach einer Erdhexe geschnappt, also bin ich geflohen. Ich habe meinen Auftrag vollbracht, Schicksalsbrenner. In Strüge zu resten, gerissen zu werden, gehört nicht dazu. Schicksalsbinder. Der Erdhexer schlägt sich zum Salut gegen die Brust. Er blickt seitwärts auf Lykon, bevor er spricht. Beachte diesen Feigling gar nicht. Ich erläutere dir unsere Situation. Ich nehme an, du bist gekommen, um uns zu helfen. Naja, ihr braucht mich nicht, wenn ein Schicksalsbinder hier ist. Wenn ihr so wenig mit den Teammenschen aufnehmen wollt, nur zu. Es ist euer Leben, ich verschwinde. Gut. Wir haben hier ein paar Halbmondläufer, Steinschilde und Eisenschreiter und zwei Erdhexen. Also eine kleine Kampfgruppe. Du kommst jetzt im richtigen Mo du kommst just im richtigen Moment, denn wir scheinen uns in ein recht blutiges Gekabel mit den Tiermenschen verwickelt zu haben. Radix fürchtet, ihr könntet von den Tiermenschen in der Region getötet worden sein. Habt ihr das Azurit, das für das Ritual benötigt ist? Was ist passiert? Wenn ich einschreiten soll, muss ich jedes Detail kennen. Eine gute Schlacht lehne ich nie ab. Ein Gekampf mit den Tiermenschen, etwas flapsig ausgedrückt, meinst du nicht? Alles, was ihr tut, scheint in Gewalt zu enden. Nehmen wir das Erste. Ein wenig, aber noch längst nicht genug. Wir brauchen noch mehr Kristalle der höchsten Reinheit, wenn wir während des Rituals die Phasenbeschleunigung von Kerns verbleibender Energie verstärken wollen. Wir haben einen örtlichen Plünderer angeheuert, uns zu einer großen Konzentration von Kristalladern zu führen. Hierher.
Zunächst waren die Tiermenschen uns gegenüber freundlich, doch kurz nachdem wir mit dem Abbau begannen, wurden sie plötzlich unendlich zornig. Sie werfen uns vor, ihre Vorfahren zu bestehlen oder so etwas.